Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Sleeping Dogs mit mir, dem Alex, hier mal wieder natürlich. Und ja, wir, für mich ist es glaube ich eine Woche wieder her, als ich gespielt habe, oder ich weiß gar nicht, genau eine Woche genau. Und wir suchen uns jetzt hier was Schönes raus. Wie hier auch steht, sollen wir Hotshot mit Ace treffen. Achso, wir können irgendwie hier so, nee, wo war das? Hier? Nein. Hier? Nee. Irgendwo konnten wir die ganzen Missionen durchschalten im Schnellmodus. War das so? Ah, so war das, okay. Dann machen wir auch mal das, was uns hier gerade vorgeschlagen wird, würde ich jetzt wiederum vorschlagen, okay, würde ich sagen, und, ja, ist ja gut. Und wir kümmern uns darum mal kurz. Erstmal wieder kurz in die Steuerung hier reinkommen. Ist hier irgendwo ein Motorrad, was rumsteht, oder muss ich meins rausholen? Ich muss meins rausholen, okay. Gib mal her. Ich hätte gerne mein Motorrad, der Herr. Und ja, wie ihr merkt, ich bin schon wieder in einer anderen Aufnahmesession. Wollte ja das letzte Mal nicht so viel aufnehmen, weil ich dann noch krank war, oder weil es das Wochenende war, wo ich krank war. Inzwischen haben wir jetzt das Wochenende später, wir haben gerade Samstagmorgen um 8.38 Uhr, habe gerade eben FIFA noch aufgenommen, Karriere und so. Und ja, jetzt nehme ich das hier gerade auf. Werde auch wahrscheinlich jetzt heute mal wieder ein bisschen mehr auf einmal direkt aufnehmen, weil es war das letzte Mal nicht so. Letztes Mal habe ich hier nur für die Woche aufgenommen. Jetzt werde ich mal wieder ein bisschen mehr auf einmal aufnehmen und ja, mal gucken. Wir machen auf jeden Fall jetzt erstmal den Job hier an der Stelle und ich fahre hier wieder mit dem Motorrad wie eine gesenkte Sau. Aber das kann ich ja am besten, wie eine gesenkte Sau fahren. Und ja, den Schrein haben wir schon. Von daher ist es nicht mehr das Problem. Die müssen... die mit ihren scheiß Schlägern. Das geht mir am Arsch vorbei. Kein Bock, die ganze Zeit irgendwelche Schläger fertig zu machen. Weißt du, wie mich die Schläger jucken? Überhaupt nicht. Bin ich wegen den Spaß, die ist falsch gefahren. Ach, die Drogenrazzias sind, boah, sind auch so Sachen, die machen wir überhaupt, also die machen mir überhaupt nicht so viel Spaß, weil es einfach so, ja, mach immer dasselbe ist. Ich finde ja die Mission an sich halt besser, weil dann machst du halt immer was anderes. Und ja, das andere sind wieder so Fleißsachen, wo du immer wieder was machst. Rennen könnten wir auch mal machen, aber wie gesagt, das kommt auch für mich in dieselbe Sache rein. Ja, komm, fahr mal rennen. Dann ist alles nicht so spannend für mich, wie gesagt, die Hauptstory, am interessantesten, beziehungsweise die Cop-Jobs, die am schnellsten gehen, die mir aber auch immer am meisten Spaß machen, weil da habe ich bis jetzt noch nicht denselben Cop-Job erlebt und die sind echt abwechselnd, 3 Stunden finde ich total cool. Darauf habe ich auf jeden Fall Bock, also sollte es nochmal Cop-Jobs geben, werde ich die direkt machen. Ansonsten natürlich sowas wie Story immer hinterhergehen, also das heißt, hier jetzt, in dem Fall ist es ja im Endeffekt, boah, scheiße, Story hinterhergehen und da mal irgendwelche Treffen mit irgendwelchen Weibern, die irgendwie Cock haben wollen von unserem, Typen hier von unserem Wei Shan. Wow, 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 okay. Ja, und in der letzten Folge ist ja passiert, dass wir auf dieser Hochzeit waren und im Endeffekt sind wir jetzt der neue, wie heißt der andere Typ nochmal? Scheiße. Auf jeden Fall sind wir einer der neuen Bosse, also nicht Big Boss, aber einer der neuen Unterboss und haben den Big Boss, den Big Onkel Poe, den Poe gerettet, also den Arsch gerettet. Und auf der Hochzeit, wo es ja ganz schön abging und ja, wie gesagt, der andere ist gestorben und ja, das ist das Problem. Das heißt, wir sind jetzt der Big Boss, wir sind mittendrin und können jetzt die ganze Sonnen nie auseinandernehmen dadurch und das werden wir wahrscheinlich Stück für Stück machen, weil wir sind natürlich ein Undercover Cop. Okay. Okay, wir müssen den Knotenpunkt der Antenne erreichen. What the fuck? Okay, sowas habe ich schon. Kann ich mich null mehr dran erinnern, dass sowas drin, dass es sowas gab. Heißt, wir müssen hier in die Mitte fahren. Ja, komm, ich bin da. Ja, auf geht's. Oh, ich war doch gerade da, oder? Knotenpunkt der Antenne erreichen. Ja, bin ich doch gerade auf dem Weg, oder? Hier irgendwo ist doch der Knotenpunkt. Okay, richtig geil geparkt erstmal, muss man sagen.
Manchmal gerade zu Fuß, weil ich nicht genau weiß, wie gut das funktioniert und wie genau. Okay, hier ist auch noch eine Straße, perfekt. Na komm. Wir müssten doch irgendwann hier sein jetzt. Ah, scheiße, es ist viel zu weit. Okay, da muss ich gerade ein bisschen Zeit verschwenden, weil ich anscheinend ein bisschen zu dumm war. Ich muss gerade mal zurücklaufen, mein Ding holen. Und die Meterzahl steht ja rechts, links oben. Ich bin auch dumm. Naja, gut. Kann man halt mal so machen, ne? Ich wollte halt freundlich sein und hier nicht mit dem Motorrad durchfahren, aber... Ja gut, darauf wird es jetzt rauslaufen. Okay, perfekt. Ah, da war A, genau. Muss gerade mal gucken, genau. Immer noch, ich weiß immer noch nicht genau diese. Okay, das gemeinsame Signal aller Antennen finden. Geortet. Okay, wir haben es geschafft. Wir mussten da oben hindrücken und wir haben sie gefunden. Oder ihn oder was auch immer. Ihn. Punkt. Erreichen Sie die Stelle. Okay, wir sind davon noch 1,3 Kilometer entfernt. Das ist nur maximal wenig. Beziehungsweise übertrieben viel, aber egal. Ach ja. Und da oben sinkt die Anzeige, wie viel Zeit wir noch haben. Wir müssen echt Gas geben. Es geht zwar von der, wie es ist, aber es geht jetzt nicht zügig runter, aber es... Okay, ich habe gerade noch gesagt, ja, es geht jetzt nicht zügig runter, auf einmal einen Schlag unten. Wir müssen Gas geben, und zwar richtig Gas geben. Okay, komm. Wie weit haben wir noch? 640. Komm, auf. Ah. Sowas kostet Zeit, wenn wir da ausweichen müssen, deswegen gegen die Wand fahren. Ja, vor allem bis der mal wieder auf dem Motorrad ist, dauert immer Jahre einfach nur. Komm, komm, auf geht's. Come on. Wir haben noch 200 Meter. Komm jetzt, auf. Wir müssen es wirklich schaffen, das ist wirklich hier anscheinend knapp. Hier an der Bucht sind die, okay? Untersuchen Sie den Unfall. Naja, von wegen Unfall wahrscheinlich. Ja gut, erstmal auf die Fresse geflogen. Okay, sie hat ihm, das ist seine Freundin, also von Ace die Freundin und die. Okay, die hatten einen Unfall, die wurden abgedrängt von der Straße, von anderen Leuten und haben hier einen Crash gehabt. Okay, wir müssen den Unfallort verlassen. Oder sollen? Ja, sollen. Weil da Bullen kommen, gerade wie ich höre. Was natürlich normal ist, wenn so ein Unfall ist. Ja, erstmal kurz ein Foto machen. Na komm, auf geht's. Rufen Sie Tang an. Kontakte Tang. Once we're in it, I'll lead him right to you. All right, but wait. I
Okay, wir machen also ein Rennen und wir folgen ihn heraus und zu einem Rennen und. Okay, und wir folgen ihn zum Rennen raus und dann gewinnen wir es und dann machen wir es. Hotshot war doch unser Typ, oder? Unser Best Buddy von damals. Okay, bring ein schnelles Auto mit. Ja, haben wir auf jeden Fall. Hier wird mir eins angezeigt. Aber das ist doch kein schnelles. Ach doch, da, stimmt. Alter, erstmal übersehen. Erstmal hier genau das Auto, meint er. Das ist wirklich fresh. Alter, ohne Scheiß, wie geil schnell das ist. Übertreib doch. Okay, kann man mal machen, so ein Auto. Alter, damit komme ich ja gar nicht klar. Erstmal Schaden dran verursachen. Kennedy Town. Okay, wir sind noch... Ja gut, ich meine, habe ich gesagt, dass ich damit keine Unfälle bauen werde? Ja gut, das habe ich aber. Das ist extrem schnell. Oh, Alter, da muss man sich erstmal gewöhnen. Ha, fuck it. Fuck it, ey. Das sieht ja schon toll aus, nachdem ich damit 5 Minuten fahre, sieht schon richtig scheiße aus. Aber ich finde auch die Steuerung hier immer so mega. Also ich finde die Kampfsteuerung und sowas ist ja alles schön und finde ich alles besser und so. Also als wie, wenn man es mal wieder mit GTA vergleicht, okay? Aber die andere Steuerung, also aber die Autofahrsteuerung finde ich hier total abgefuckt. Okay, warum wir jetzt unbedingt von der Seite aus drauf fahren müssten, was mir so gerade signalisiert wurde, verstehe ich auch nicht, aber... Na gut, da wird jetzt auf jeden Fall jemand gegen Hotshot, unseren Best Buddy von damals, was er im Endeffekt ist, ein Rennen fahren, ihn danach einbuchten lassen. Sehr gut. Okay, weil es ein Rennen ist... Ah, mal wieder gerade richtig hinstellen. Zack. Einfach mal vorher losgefahren, bevor es 3, 2, 1 losging. Ey, das ist ja echt ein Assi. Okay, also hat er es umgebracht und dafür werden wir ihn dran kriegen. Auch wenn er eigentlich unser kleiner Junge ist, weil wir kennen ihn ja von damals und da wir jetzt der neue Big Boss sind, müsste er uns eigentlich gehorchen, der Lutscher. Und ich muss endlich mal hier an ihm vorbei. Das bringt mir nämlich nichts, hier die ganze Zeit nur hinter ihm zu sein, knapp. Muss auch mal nach vorne. Und ich fahre schon wieder hier unnötig irgendwelche Kratzer in meinen Wagen. Ah, fuck it. Komm schon. Komm, Alter, ohne Scheiß, ich kann echt nicht vernünftig reden werden so in so einem Rennen, weil es echt total abgefuckt schwer ist. Umso länger die Straßen sind, umso besser ist es, weil mein Auto ist eigentlich voll geil schnell. Also schneller als seins, denke ich mal. Und umso länger die Straßen sind, umso besser ist es für mich ranzukommen. Und wir sind in Aberdeen. Alter, wie viele neue Stadtteile wir jetzt lang gehen. Läuft. Erfolg freigeschaltet Stadtrundfahrt. Ja, das ist wirklich eine Stadtrundfahrt, was wir hier gerade machen. Ha, ich komme aber nicht wirklich an ihn ran. Das passt mir nicht so ganz. Wir müssen also ihn vorfahren lassen. What the fuck?
Was ist das für ein Scheiß? Weil er quasi den Weg bestimmt, müssen wir ihn vorfahren lassen. Scheiße, ich bin zu weit weg. Machen Sie Hotshots, Auto, Fahruntüchtig, okay. Dafür muss ich erstmal wieder an ihn rankommen. Was gerade schon schwierig ist, weil ich durch hier jede Menge Crashs. Ah! Ist einfach gerade scheiße, weil hier immer. Weil hier jetzt zu viele Leute. Guck mal, hier alle Leute fahren auf einmal mir im Weg rum. Das ist. Ach, geil, jetzt verliere ich. Fuck it, ey. Echt schwierig, hier hinterher zu kommen. Vor allen Dingen, wenn man wenn man zwischendurch noch einmal so falsch fällt wie ich gerade eben, dann kann man es echt vergessen. Und ich muss noch sein Auto Fahruntüchtig machen, Alter. Come on, come on! Ja, ist ja gut, Mann. Wie mir das Navi hier teilweise auch voll die Scheiße anzeigt. Komm, 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 auf geht's. Ich muss hier durch. Fahruntüchtig genug. Erstmal noch mal hingefahren und noch mal ihn einen mitgegeben. Alter, wie soll ich denn jetzt so. Sehr schön. Wir haben, ich fand es gerade scheiße, dass dieses Handy kam mit Erfahrung und so weiter, weil wir noch rumgetrived sind. Aber egal, das passt schon. Wir kamen ja eh schon aus der Polizei relativ schnell raus. Und wir haben Upgrades und die sollten wir auch mal nutzen. Und zwar, was können wir denn überhaupt? Das haben wir alles, ne? Was wissen wir, wie viele Punkte haben wir? Wir haben einen Punkt, einen Cop-Upgrade. Hat Way eine Schusswaffe in der Hand, könnten die in Zeitlupe ziehen, indem sie LT halten, nachdem sie einen Gegner entwaffneten oder mit ihm. Komm, machen wir mal, okay. Noch was? Nee, Triadenpunkte, dies, das haben wir nichts mehr. Okay, dann war's das. Und wir haben neue Rennen freigeschaltet, ist mir aber egal. Ich würde gerne hier die Cop-Jobs machen, die ich hier habe. Weil ich finde die, wie ihr ja vielleicht wisst, finde ich die extrem cool. Und das Navi führt mich, obwohl ich komme hier nicht raus. Okay, das Navi führt mich schon richtig rum. Und ja, ich würde diese Cop-Jobs gerne machen. Deswegen fahren wir hier mal rein. Und wir sind ja jetzt wieder neu. Wir haben wieder neue Stadtteile freigeschaltet. Dadurch haben wir natürlich noch mehr Cop-Shops, die wir hier machen können. Und dann würde ich aber auch sagen, weil wir schon bei 19 Minuten sind, machen wir die in der nächsten Folge. Klappern wir die mal ein bisschen ab. Verpiss dich. Und ja, würde sagen, an dieser Stelle bremsen und den Cop-Shop machen wir in der nächsten Folge. Würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder einschalten würdet. Bis dahin, haut rein, Leute. Ist wieder übermorgen 17 Uhr natürlich. Haut rein. Ciao.